Hallöchen, T-Rex. Ach, ey. Was hat der denn wieder? Der soll mal seine Möhrchen essen. Ja. Der bestimmt wieder Durchfall von der Kuhmilch. Gott hat irgendwas von Laktose oder so gesagt. Soll er doch den Mist nicht trinken, wenn er Bauchweh bekommt. Adam! Oh mein Gott, was ist denn? Oh mein Gott, was faselst du? Sind wir in Babel? Gibt es hier einen Turm? Oh mein Gott. Schon besser. Du hast wieder sehr lange geschlafen, Adam. Schau mal, wer einatmet, muss auch ausatmen. Und wer einschläft, muss auch da. Ja? Genau, ausschlafen. Ich habe nicht die Sonne und so geschaffen, damit du den halben Tag in einer Höhle liegst. Denk an dein Vitamin D, das eigentlich kein Vitamin, sondern ein Hormon ist. Ach, ich bin so kompliziert. Ich sollte die Zeit relativ machen, da kommt nie einer drauf. Redest du noch mit mir? Was? Ach so, ja. Was hast du heute für Pläne, Adam? Darüber möchte ich jetzt nicht mit dir reden. Ich bin Gott, ich schaue einfach in deinen Kopf. Was soll das heißen? Du stellst dir ein Leben ohne jegliche tierische Produkte vor. Ich sage, alle sind Vegetarier und es war gut. Ich werde es vegan nennen. Sag mal, Adam, könnte es sein, dass du zu viel Zeit hast? Aber ich habe schon eine Idee. Gib mal eine Rippe von dir. Also, eigentlich brauche ich keine wirklich. Ich brauche keine, kannst du nachlesen, aber das mit der Rippe bleibt einfach besser hängen. Ich habe Blumen gepflückt, nimm die. Sei nicht albern. Aua, ist schon vorbei? Brauche ich die Rippe nicht? Die wächst nach. Adam! Schau mal, ohne die Rippe bin ich viel beweglicher. Ich komme mit meiner zu. Adam, du bist kein Hund. Ich komme mit einem nicht klar. Wie soll das mit 7 Milliarden werden? Redest du doch mit mir? Da schau, das ist Eva. Naja, eigentlich hat sie noch keinen Namen, aber wie sollt ihr euch sonst anreden? Ihr habt ja sonst keinen zum Reden. Ihren Namen bekommt sie erst nach dem Sündenfall. Also wird sie von dem Baum in der Mitte des Gartens essen. Tja. Redest du doch mit mir? Die ist ja putzig. Putzig? Putzig? Ab jetzt putz übrigens ich. Das ist ja der reinste Saustall. Typischer Männerhaushalt. Och, Blumen sind die für mich. Was eigentlich mit dem T-Rex? Sieht aus, als hätte er Bauchweh. Und übrigens, du bist viel zu blass, Adam. Gehst du nicht genug in die Sonne? Außerdem siehst du aus, als wärst du gerade erst aufgestanden. Siehst aus wie ein kleiner Faltnot. Naja, wer morgens zerknittert aussieht, kann sich wenigstens im Laufe des Tages noch entfalten, was? Wer hat eigentlich die Idee mit dem Laub im Schritt? Kommen zu den normalen Läusen auch noch Blattläuse dazu, oder was? Super Idee. Der T-Rex sollte vielleicht ein bisschen weniger Milch trinken. Na, ich bin mir sicher, die wird dich gut beschäftigen. Ich werde jetzt wegsehen und zulassen, dass ihr aus dem Paradies fliegt. Mir soll keiner vorwerfen können, ich würde euch keinen freien Willen lassen. Redest Redest du du noch noch mit mit uns? uns? Na, auch schon wach, du kleiner Faltenhund? Lass mich doch. Wer einatmet, der muss auch. Ach, vergiss es. Also ich habe mal, anders als du, meinen sexy Hintern bewegt und mich mal umgesehen. Dieses Kraut hier kann man übrigens rauchen, die Früchte da drüben gären und wenn man sie dann isst, na, dann wird auch der kleine Adam wieder munter. T-Rex, lass die Kuh runter. Na, definitiv ein Milchproblem. Hey, wo willst du hin? Ich gehe Blumen pflücken. Du bleibst. Apropos. Zeig mal, was du da unter deinem Feigenblatt hast. Wenn du unbedingt willst. Naja, dort drüben gibt es übrigens einen Baum mit einer großen Schlange. Da sollten wir mal hingehen, weil Gott hat uns nämlich, glaube ich, angelogen. Wir sterben nicht, wenn wir die Früchte des Baums essen. Wir werden sogar schlau. Ja, du vielleicht auch. Ich dachte, deine Rippe wäre wieder nachgewachsen. Was? Also, wenn wir von der Frucht essen sollten, dann könnten wir nämlich gut von böse unterscheiden und gelangen zu neuen Erkenntnissen. Ich werde auf jeden Fall so einiges in Frage stellen müssen und das werde ich auch tun. Oh, wenn das mal nicht im Atheismus endet. Was hat er gesagt? Ah, ich habe es auch nicht richtig verstanden, ist auch egal. Was hältst du davon? Ich meine, ich wollte doch dieses vegan machen.
Na, bitte. Diese Frucht ist 100% vegan. Keine tierischen Produkte. Hey, da ist ja die Schlange. Weißt du, wie sehr ich mich freue, euch kennenzulernen. Besonders dich, Eva. Denn du bist mutig. Wenn du wüsstest, wie die Geschichte deiner Töchter weitergeht, dann würdest du Angst bekommen. Sie werden euch... Was ist Angst? Das wirst du bald wissen. Geht klar, ja, mit dem Apfel. Ich bin mir nicht ganz sicher. Was weißt du schon? Nichts. Du glaubst blind. Warum zweifelst du jetzt? Ich komme mir manchmal vor, als wären wir Darsteller in einer miesen Geschichte. Alles nur ausgedacht. Es gibt mich so lange ja auch noch nicht, aber trotzdem ist jetzt schon alles voller Widersprüche. Ich meine, Dinosaurier, hallo, Laktose, hallo, Baumfrucht, Schlange, die spricht. Geht's noch, hallo? Ist alles in Ordnung mit dir? Ach, ich bin es satt. Gott redet mehr mit sich selbst als mit uns. Einmal erzählt er mir, sein Wort hätte gereicht, mich zu erschaffen. Da sagt er, er habe in den Lehm gegriffen, da soll mal einer schlau draus werden. Möchtest du etwas von dem Obstsalat? Ist 100% vegan mit vielen Früchten. Stell dir mal vor, wir treffen auf jemanden, der Gott nicht kennt. Der lacht sich doch kaputt, wenn wir ihm das alles erzählen. Wenn er dann mit, ich behaupte nicht zu wissen, wie alles entstanden ist, sondern habe eine Methode gefunden, die zu Erkenntnissen führt und dabei noch in Lage ist, auf friedlichem Weg im Prozess der Erkenntnisgewinner Fehler zu eliminieren, ich nenne es Wissenschaft kommt, na dann sind wir richtig im Arsch. Naja. Aber was machen wir hier eigentlich? Es ist langweilig. Und mit langweilig meine ich das richtige langweilig. Nicht zum Aushalten. Was für Früchte sind das denn bitte da in dem Salat? Lass ihn sprechen. Ach, nur die besten Darlehen, ist ruhig. Danke, Schlange. Also. Und als Eva von dem Fruchtsalat aß, in der, na klar, Adam aus Versehen die verbotene Frucht mischte, da warf Gott sie aus dem Paradies. Eva wurde mit extremen Schmerzen bestraft, wenn sie ihrem Wunsch nach Kindern nachkam. Weil, keine Ahnung, aber es soll wie Backsteine kacken sein. Und die Schlange verlor ihre Beine und verkörpert heute eine der wenigen Arten, die man fast auf der ganzen Welt trifft. Super erfolgreich. Na, wenn das mal nicht eine heftige Strafe ist. Sag mal, muss ich das wirklich weiterlesen? Wer hat sich das ausgedacht? Das steht so in der Bibel, auch wenn du gerade etwas improvisiert hast. Na und? Okay, also... Als alle aus dem Paradies verbannt wurden, gut so, ja, weiter, haben die Dinosaurier die Menschen aufgefressen und lebten glücklich, bis sie ein Meteor vor 65 Millionen Jahren auslöschte. Danke fürs Zuhören. Und wenn ihr jemanden kennt, der einen Comic oder einen Zeichentrickfilm daraus machen möchte, dann tut es. Die Geschichte ist alt, also kein Copyright. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann. Ja, danke, dass du mitgemacht hast. Ja, ich freue mich wahnsinnig. Ich bin ganz geehrt. Es kostet was. Was? Ja, wir haben nichts. So. Das passt zu dem, was ich schon habe, übrigens.